Da sind wir wieder. Ja, ich habe mir mal ein bisschen mit den Rezepten ausgekohlt und es geht jetzt mittlerweile so in etwas stärkeren Materialien rein und an den Sachen, die wir anhaben. Und ich habe gemerkt, mein Mannequin hat das hier nicht an. Deswegen werden wir ausrüsten drücken hier. Hatte ich wohl letztens vergessen und wir müssen ihm das Ding abnehmen. Das heißt, er hat Angriff 161. Muss ich irgendwie absehen mit irgendwas anderem? Abwehr 2. Flinkheit, Abwehr. 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 Weisheit. Abwehr. Ja, müssen wir nämlich jetzt irgendwas hinmachen, was dafür im Gegensatz dahin kommt jetzt. Denn das Tattoo müssen wir benutzen, nämlich für Hobbys der Zubehör. Und zwar Weihwasser, goldener Gebetskranz und das Tattoo zu einem heiligen Talisman. Und damit können wir ein neues Florett bauen, was wir verkaufen können. So. Dann geben Sie mal her. Ich brauche einmal Weihwasser. Ich brauche den goldenen Gebetskranz und das Tattoo. Und starten. Da sehen wir es direkt, es kann auch funktionieren. Es funktioniert auch. Und die restganze Sache, Kleinigkeiten, die kann ich einfach verkaufen, weil ich brauche es nicht. Die brauche ich nicht. Zum Überlegen, dass wir noch 43 Minuten haben. Guck ich auf die Uhr. Haben wir gerade erst frisch angefangen. Beziehungsweise hatte ja einen Cut gemacht. Und mache dann halt frisch hier direkt nach dem Cut weiter. Das heißt, wir gehen jetzt mal schnell in die Stadt, verbraten ein bisschen was, dass wir halt hinterrücks ein bisschen Platz haben und dann hier weitermachen können. Nein, dann verkaufe ich nämlich nur Sachen, die ich nicht mehr brauche. Um später halt die richtigen, guten, starken Sachen zu machen. Und ich muss eindeutig diesen Speer daraus kaufen. Den habe ich nämlich auch hier schon gesehen. Zwar da brauche ich eine Heiligenasche. Aber die kriege ich wohl später erst. Später, Peter, später. Schwerter. Da brauchen wir eigentlich nur noch Rüstung, eventuell. Die dann aber auch ins Unermessliche wieder gehen. Wie ich das sehe. Die gehen wirklich ins Unermessliche. Da muss ich weiter unten gucken. Eine Platinrüstung brauche ich eventuell. Schwerrüstung. Ja, das ist immer so eine schwierige Sache. So, muss ich mal eben das hier weg wieder machen. Und wir können das verkaufen. Ja, ich weiß es. Ich wollte das behalten, aber bringt mir nichts. Ach, schade, ja, gib her. So. Kauf unmöglich. Den brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Ein Bronzeschild, ich schau mal fix. Das Tänzer-Outfit, das kann man noch gebrauchen. Da kann man Silberpanzer für benutzen. Da gibt es einen Tänzerpanzer. Bei Schilde. Bronzemesser, Lederschild, das Bronze. Bronzeschild. Gucken wir mal Rüstung, Bronzeschild plus Kettenpanzer. Haben wir glaube ich nicht mehr, ne? Denk mal noch Kettenpanzer. Ritterpanzer. Ne. Haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Beutel haben. Oder verkaufen. Ein Eisenschild müsste ich da benutzen. Habe ich auch nicht mehr. Dafür müsste ich ein Eisenschild herstellen und das. Habe ich glaube ich auch nirgends so mehr. Ein Schild. Eisenschild. Eiszapfendolch und ein Zauberschild ist. Ah ne, das ist ein Eisschild. Eisenschild kann ich ja gar nicht herstellen. Dann weg damit. Jo. Ich gehe mal erst da hinten. Die Münze wird verkauft.
Was haben wir hier? Eisenrissi. Eisenrissi. Eisenrüstung heißt so richtig. Eisenschild. Eisenschild. Ne. Eisenrüstung scheint aber nirgendwo zu gebrauchen. Ne. Ich gucke jetzt auf die Rezepte, dass man so was behält, was man braucht. Dann restaure ich dann wirklich kontinuierlich weg, um da gar nicht irgendwie in die Gefahr zu kommen, mich zu übermüllen. Ne, komm weg. Aber und komm weg. Ledermann kann weg, ja. Stahlschild. Schaum im Wix, Stahlplatte, Gelehrtenkappe. Ein Stahlschild kann ich noch gebrauchen. Da brauche ich einen Gebetsring und einen Schutzrubin eventuell. Ich glaube, den habe ich sogar noch. Dann kriegen wir da aus. Ein Zauberschild. Zauberschild. Weißer Schild habe ich schon. Da ist der Schutzrubin. Und was braucht die noch? Schutzrubin und Papadam. Das war weißer Schild. Und Spiegelschild. Starschild, Gebetsring. Also auf jeden Fall hier nicht. Stärkering, okay. Flinkheitsring. Nein, der kann weg. Die kann weg. Komm, eigentlich in unser Wert mittlerweile ran. Kann weg. Dürfen beide weg. Das war's nochmal. Gebetsring. Ich glaube, das da oben ist der Gebetsring. Das ist der Templerring, ja. Verkäufliche Münzen, den behalten wir noch. So, wir gehen nur noch das hier. Und den Bronzeschild. Kann beide weg. Jetzt machen wir fast alles weg hier. Oh, weg damit. Dankeschön. Und jetzt gehen wir mal kurz einkaufen. Wir kaufen den ein. Dann habe ich gleich meine alte geköftete Speer, die heilige Lanze habe ich dann übrig. So, haben wir. Können wir gleich hier den heiligen Speer. Braucht ihr nicht mehr. Kampfgabel, ne. Der kann weg. Und den auch bei Flash. Jetzt habe ich übrig einen Ritterpanzer. Ja, jetzt wird das eine kleine Option, hier mal durchzugucken. Auf wann Ritterpanzer brauchen. Ritterpanzer, Gebetsring, Schutzrubin. Eine Zauberrüstung. Aber da brauchen wir Gebetsringe für. Die behalte ich erstmal. Silberpanzer. Okay, den kaufen wir.